Ja, dann von meiner Seite aus einmal herzlich willkommen an alle. Wir würden dann starten. Ich darf Sie und euch im Namen des Fachschaftsrats Rechtswissenschaft der Uni Hamburg ganz herzlich zu unserem heutigen Abend begrüßen, zu unserer Veranstaltung Bildungsgerechtigkeit im Jurastudium. BundestagskandidatInnen stehen Rede und Antwort. Ich fange mit ein paar organisatorischen Dingen an. Zunächst stelle ich Ihnen und euch Malte Deutschmann vor. Malte Deutschmann ist Mitglied im FSR, beginnt jetzt das Hauptstudium und hat zuvor einen Bachelor in Probi abgelegt. Neben dem FSR ist er aktiv im Think Tank Lehre. Malte wird mit mir gemeinsam ein bisschen durch den Abend moderieren. Er wird vor allem die digitale Moderation übernehmen. Wir werden später noch ausreichend Raum und Platz für Fragen ans Publikum geben, um gemeinsam in die Diskussion zu kommen. Dann ist Malte der richtige Ansprechpartner für eure und ihre Fragen, die ihr dann gerne persönlich in einem privaten Chat an ihn schreiben könnt oder gerne auch im öffentlichen Chat, je nachdem, was bevorzugt wird. Genau, insgesamt wird unsere Veranstaltung heute dauern bis ca. 20.30 Uhr, dass ihr so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. Genau, und ich werde moderieren. Mein Name ist Laura Jacobs. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Grundlagen des Rechts an der Bucerius Law School und Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung. Davor habe ich an der Universität Hamburg studiert und war viele Jahre Mitglied im Fakultätsrat und im Fachschaftsrat. Von daher freue ich mich umso mehr, heute Abend diese Veranstaltung hier moderieren zu dürfen. Unsere Gästinnen heute Abend, die ich begrüßen möchte, sind Dr. Johannes Fechner von der SPD, Johann Grashoff von der Linken, Ria Schröder von der FDP und Dr. Thiel Steffen vom Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Die CDU konnte terminbedingt leider nicht teilnehmen. Dr. Johannes Fechner ist promovierter Jurist, Rechtsanwalt und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Im Bundestag ist er Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Johannes Fechner ist Kandidat zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr. Das liegt in Baden-Württemberg. Also vielen Dank, dass Sie aus der Ferne hier zugeschaltet sind zu uns in den Norden. Dr. Till Steffen ist ebenfalls promovierter Jurist, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ehemaliger Justizsenator der Freien und Hansestadt Hamburg und Mitglied der Grünen Bürgerschaftsfraktion. Er ist dort Sprecher für Verfassung und Verfassungsschutz. Till Steffen ist Kandidat für die Grünen auf Listenplatz 2 der Landesliste Hamburg und Direktkandidat des Wahlkreises Hamburg-Eimsbüttel. Johann Grashoff ist Straßensozialarbeiter und insofern nochmal ein ganz großes herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Und Bundestagskandidat für die Linken auf Listenplatz 4 der Landesliste Hamburg und Direktkandidat des Wahlkreises 22 in Hamburg-Wandsbek. Johann Grashoff hat gerade schon kurz verraten, dass er sogar auch mal in seinem Studium ein paar Jura-Vorlesungen besucht hat. Von daher bin ich sehr gespannt auf seine Perspektive. Ria Schröder ist Diplomjuristin, Mitglied im Bundesvorstand der Freien Demokraten und Kandidatin der FDP Hamburg für die Bundestagswahl dieses Jahres auf Listenplatz 2. Herzlich willkommen. Kurz zum Ablauf. Wir haben drei Blöcke für den heutigen Abend. Der erste Block wird aus kurzen Entweder-Odern bzw. Ja-Nein-Fragen bestehen. Im zweiten Block werden wir dann mit ein paar konkreteren Fragen auf Sie zukommen. Und im dritten Block öffnen wir dann das Podium und die Fragen sind oder das Publikum darf gerne Fragen stellen. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, möchte ich noch ganz herzlich Kira Kock begrüßen vom Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaften. Sie wird ein kurzes Grußwort für uns sprechen. Kira, vielen Dank. Du bist auch von weit her zugeschaltet. Wo bist du nochmal? Genau, ich bin gerade in Helsinki, von daher hoffe ich, dass meine Verbindung einigermaßen stabil ist. Herzlichen Dank für die ganz, ganz tolle Anmoderation. Ja, liebe Studierende, liebe Gäste, ich heiße auch Sie bzw. euch ganz herzlich im Namen des Bundesverbandes Rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. hier bei der Veranstaltung willkommen. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind sozusagen Interessensvertretung der Jurastudierenden in Deutschland, also deutschlandweit im Gegensatz zum FSR, der hier in Hamburg agiert.
Und als Dachverband juristischer Fachschaften vertreten wir sozusagen die hochschulpolitischen Interessen von den ca. 110.000 bis 120.000 Jurastudierenden in Deutschland gegenüber regionalen und überregionalen Institutionen. Also falls ihr da ein bisschen mehr erfahren wollt, schaut gerne bei Instagram vorbei. Wir heißen der Bundesfachschaft Jura, kleiner Werbeblock beiseite. Ja, dabei ist natürlich unser Ziel, stets die aktuellen Interessen der Studierenden halt auszuloten und gegenüber unserem breit gefächerten Kooperationsnetzwerk aus Universitäten, Presse, Wirtschaft, Ministerien, aber halt auch den Politikern schnell und gebündelt an die passenden Adressaten weiterzuleiten. Und natürlich ist dabei auch eines unserer Kernthemen, sage ich jetzt mal, die Bildungsungerechtigkeit im Jurastudium. Und umso mehr habe ich mich heute gefreut, oder beziehungsweise habe ich mich am Anfang über die Anfrage der Fachschaft gefreut, eine Podiumsdiskussion zu eben diesem Thema mit zu veranstalten. Also herzlichen Dank nochmal vor allem an Malte für die Organisation und natürlich auch an dich, liebe Laura, für die Moderation. Ganz, ganz toll. Ja, während meiner Zeit in der Bundesfachschaft bin ich natürlich mit ganz, ganz vielen Studierenden in Kontakt gekommen, das mal so beiseite, und alle leiden aktuell sehr unter dem System. Und nicht nur deshalb setzt sich der Verein seit Jahren für mehr Chancengleichheit, aber auch Gerechtigkeit in der juristischen Ausbildung, generell im Jurastudium ein. Ich meine, liebe Politiker, wie viel ist Ihnen Ihre Psyche wert? Ein paar hundert Euro? 2.400? 7.000? Würden Sie noch Jura studieren, beziehungsweise hätten Sie damals Jura studiert, wäre diese Frage beziehungsweise, also wäre diese Frage einfach allgegenwärtig gewesen. Denn das Coaching-Geschäft im Staatsexamen boomt. Abhilfe schaffen können unserer Meinung nach universitäre Repetitorien, Beratungsstellen. Doch ich meine, wir kennen sie alle, die Qualität ist mehr als unzureichend. Und ja, es muss sich einfach dringend was ändern. Aber wir spüren die Bildungsungerechtigkeit natürlich nicht nur im Repertorium. Bücher im Grundstudium kosten einfach Unmengen und auch im Examen muss man nochmal richtig reinhauen. Ein Habersack, früher Schonfelder, wir alle kennen ihn, mit Ergänzungsband, boah, circa 48 Euro. Und der alleine reicht ja bekanntlich auch nicht aus. Von daher ist Bildungsgerechtigkeit nicht nur vom finanziellen Aspekt aus ein unheimlich wichtiges Thema. Ja, ich möchte der Podiumsdiskussion aber nichts vorwegnehmen und vor allem nicht so viele Fakten. Ich freue mich daher sehr auf den Abend und bin gespannt, welche Antworten die einzelnen Politikerinnen bzw. Sie auf die Fragen der Bildungsungerechtigkeit haben, wo Sie ebenfalls Probleme sehen und welche Lösungen hoffentlich in der nächsten Periode folgen werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten, aber vor allem den Zuschauern einen sehr aufschlussreichen Abend mit einer hoffentlich spannenden Podiumsdiskussion. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Das war ein schöner Einstieg in den Abend. Und dann starten wir direkt inhaltlich mit unserer Schnellfragerunde, entweder oder, ja oder nein. Ich werde Sie jetzt direkt aufrufen und dann eine kurze Frage stellen und Sie antworten einfach ganz intuitiv, was Ihnen in den Sinn kommt. Mehr als drei Antworten gibt es eigentlich in keinem Fall. Herr Fechner, Sie machen den Anfang. Baerbock oder Laschet? Ihr Mikro ist noch aus. Das vielleicht nochmal einmal an und dann nochmal ganz spontan antworten. Scholz, 50,1%. Vielen Dank. Dann Herr Steffen, Scholz oder Laschet? Das kann ich ja eigentlich nur kontern. Insoweit, ich glaube, Annalena Baerbock wäre die beste Wahl. Frau Schröder, Laschet, Scholz oder Baerbock? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und Herr Grassauf, Laschet, Scholz oder Baerbock? Ich bin konkret bei Baerbock. Ja, vielen Dank. Das war ein bisschen zum Warmwerden und Auflockern. Jetzt geht es ein bisschen inhaltlicher, juristischer weiter. Herr Fechner, Haaland, Grüneberg oder Liebmann? Liebmann. Frau Schröder, Gesetzestexte gendern? Ja, finde ich gut. Auch wenn sie dann nicht weniger kompliziert werden. Oft. Ja oder nein? Ja. Naja. Vielen Dank. Herr Steffen, Examina, handschriftlich oder am PC? Am PC. Und Herr Grassauf, Soziologie oder Jura? Ich bin Soziologe, deswegen Soziologie. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt alle ein bisschen warm geworden sind. Ja, dann steigen wir direkt einmal ein in unsere Fragen. Herr Fechner, an welchem Punkt Ihres Lebens sind Sie mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit in Berührung gekommen? Hat dieses Thema bei Ihrem Studium bzw. Ihrer Ausbildung eine Rolle gespielt?
Also für mich persönlich nicht, aber ich habe es schon, als ich angefangen habe zu studieren, vor vielen, vielen Jahren, da gab es noch Studiengebühren in Baden-Württemberg. Das war schon ein Klops für viele Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und als es dann auf die Examensvorbereitung ging, da war es schon ein Klopper, dass manche dann eben kellnern mussten abends, um sich das Repetitorium zu leisten, weil an der Uni die Examensvorbereitungen für ein Examen ohne da wirklich von den Anfangs in den Kinderschuhen waren. Ich selber war ein paar Monate beim REP, fand das aber langweilig und habe das dann selber hinbekommen. Aber da habe ich das schon gemerkt und das kann so nicht bleiben. Ja, vielen Dank. Ich würde die Frage jetzt einmal rumreichen. Herr Grashoff, an welchem Punkt Ihres Lebens sind Sie mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit in Berührung gekommen? Ich glaube, da gibt es, glaube ich, zwei Ebenen. Einmal ist es das, was man erst im Nachhinein verstanden hat, dass man in einer sehr privilegierten Situation ist. Also das im Nachhinein erst reflektieren kann, weil man das als Jugendlicher oder als Kind oder während des Studiums in ganz anderen Lebenswelten unterwegs ist. Und deswegen würde ich sagen, im Nachhinein, dass ich auch mit Bildungsungerechtigkeit in Berührung gekommen bin. Ich habe während meines Bachelors habe ich jahrelang BAföG bezogen. Es gab auch Studiengebühren an der Uni Hamburg und das war etwas, was nicht einfach war. Im Nachhinein würde ich auch noch sagen, dass viele betroffene Kommilitonen davon stärker betroffen waren wie ich. So würde ich das eindeutig sagen. Und mein Master habe ich nicht in Hamburg gemacht, sondern in Berlin. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig klar die finanzielle Situation ist. Ich habe mehr gearbeitet als studiert, das muss man eindeutig sagen. Und das ist etwas, was nicht Sinn des Studiums ist. Und deswegen führt das auch zu einer Bildungsungerechtigkeit. Ja, vielen Dank. Dann Ria Schröder. Bei mir war das nicht erst im Studium so, sondern ich habe in der 10. Klasse, glaube ich, so ein Sozialpraktikum gemacht. Das war bei uns normal an der Schule und da war ich in einer Schule für sprachbehinderte Kinder und die waren nicht dumm, aber denen wurde im Grundschulalter eigentlich schon gesagt, dass ihr Lebensweg vorbestimmt ist, dass sie niemals selber auf eigenen Beinen stehen können und dass sie eigentlich keine Chance haben im Leben. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht damals erstmal und hat mir dann gezeigt, dass wir zum einen da, aber auch an vielen anderen Stellen in unserem Bildungssystem Kinder verlieren, weil wir sie nicht fördern, so wie sie das bräuchten und dass wir dadurch unheimlich viele Talente verloren gehen lassen. Und deswegen ist auch tatsächlich Bildungspolitik, obwohl ich für den Bundestag kandidiere, mein Herzensthema, weil ich auch davon überzeugt bin, dass da die Bundesebene mehr Engagement zeigen muss. Und ich sage mal, das zieht sich durch. Ich selber bin auch in einer privilegierten Position gewesen. Ich habe zwar BAföG bezogen und hatte ein Stipendium, aber ich habe an der Bucerius Law School, die ja vielleicht auch einige kennen, ich hatte auch Grundlagen des Rechts im Schwerpunkt, studiert. Und das ist natürlich eine krasse Situation, da wo man mit vielen Leuten auch zu tun hat, die aus einem Umfeld kommen, wo die haben einfach noch nie erfahren, wie Bildungsungerechtigkeit aussieht. Und wenn man dann, ich habe dann BAföG bekommen, ich habe gearbeitet während des Studiums, ich hätte mir ein Repetitorium nie leisten können. Deswegen war ich darauf angewiesen, aber hatte auch die große Chance, dass es das bei uns innerhalb des universitären Curriculums gab und habe da an ganz vielen Stellen gemerkt, dass die Chancen sehr, sehr ungleich verteilt sind und dass wir viel dafür tun müssen, dass es eben nicht vom Elternhaus oder vom Einkommen der Eltern oder eben auch einfach vom Hintergrund abhängt, vom Geschlecht, auch davon, welche Hautfarbe man hat. All das sind Faktoren, die sagen nichts darüber aus, wie talentiert jemand ist, welche Fähigkeiten er hat, aber die entscheiden darüber, welche Chance jemand bekommt, seine Fähigkeiten auch zu nutzen. Ja, vielen Dank. Herr Steffen. Ja, also ich habe auch Situationen erlebt, wo andere, die tatsächlich nicht in die typischen Raster fallen, dann auch negativ diskriminiert wurden. Aber ich habe jetzt eher an eine andere Geschichte gedacht, weil ich die letzten Monate auch mal darüber nachgedacht habe, wo gab es mal so eine Situation, wo ich ganz klar positiv diskriminiert worden bin. Also wo es jetzt nicht, wo nicht irgendwelche vorherigen Leistungen im Raum standen. Und das war, als ich nach Hamburg gekommen bin, mitten im Studium. Ich brauchte einen Nebenjob und habe mich beworben bei allen Fachanwälten für Verwaltungsrecht. Waren damals nur Männer, 21 Stück waren das damals, gibt mittlerweile auch mehr. Und bei zweien durfte ich vorsprechen. Bei dem einen passt es da auch, dann auch und habe ich mich gefragt,
Wie wäre es gewesen mit türkischem Nachnamen Kopftuch und als Frau? Und das ist vollkommen klar. Also die haben mich quasi, weil die mich so nett fanden, haben die mich genommen, was da eine wichtige, also eine lange Verbindung war, wovon ich sehr profitiert habe von meiner weiteren Ausbildung. Aber das, da kann ich tatsächlich so ein Momentum beschreiben, weil ich war ganz frisch in der Stadt, hatte keine weiteren Kontakte, die mir hätten helfen können. Und ja, da passte es dann. Und da fand das genauso statt, wie es eben von vielen abstrakt beschrieben wird. Okay, vielen Dank. Dann reiche ich einmal weiter an Herrn Fechner. Wir starten jetzt ein bisschen mit den großen Fragen und arbeiten uns dann zum Detail vor. In der öffentlichen Debatte gerät immer wieder die Struktur des Jurastudiums in harsche Kritik. Es geht dabei um alternative Prüfungsformate, um einen erweiterten Schwerpunkt und so weiter und so fort. Zwischen 1971 und 1998 gab es in 7 Bundesländern eine einstufige Reformausbildung. Ist es wieder an der Zeit, über eine ganzheitliche Reform des Jurastudiums nachzudenken? Was könnte die Rolle des Bundes hierbei sein? Vielleicht noch einmal zum Kontext. Die sogenannte Jura II-Ausbildung, eben der Reformstudiengang, war nur möglich mit der sogenannten Experimentierklausel im deutschen Richtergesetz, das heißt auf Bundesebene quasi ermöglicht. Ja, vielen Dank. Also wir haben ja schon einiges verbessert, auch in dieser Wahlperiode. Also zum Beispiel das Teilzeitreferendariat oder dass in der Ausbildung das Nazi-Unrecht eine viel größere Rolle spielt. Darf an der Stelle auch mal den Werbeblock für diesen Umschlag, für den BGB-Kommentar von Beck, der schon Liebmann heißt. Den habe ich hier von, ich glaube sogar von euch, von der Fachschaft oder jedenfalls von der Hamburger Initiative bekommen. Das war, glaube ich, wichtig, dass wir die Gesetzesänderung gemacht haben. Wir haben geregelt, dass schriftliche Prüfungen auch online geleistet werden können von den Ländern. Und was die Union wollte, war die Abschaffung der Gesamtnote im Zeugnis. Das fanden wir nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass das Schwerpunktstudium, dessen Einführung ein großer Gewinn war, da kann individuell die Examensnote nochmal verbessert werden und gezeigt werden, was man drauf hat. Aber ich glaube, wir müssen auch mal vorne schauen. Und da gibt es auch einige Dinge, obwohl in der Tat die Länder natürlich vorrangig zuständig sind. Aber dass man zum Beispiel Doppelabschlüsse machen kann, dass der Bachelor einfacher erworben werden kann, gerade von den Personen, die vielleicht das Staatsexamen nicht machen möchten oder es nicht packen, dass die dann zumindest den Bachelor haben. Und dann kann man sich auch überlegen, wie die Lehre konkreter ausgestaltet werden muss, ob die Arbeitsgemeinschaften verpflichtet werden müssen, ob es mehr digitale Lernangebote geben muss. Da haben wir, glaube ich, jetzt einiges an Erfahrungen auch durch Corona bekommen. Da kann, glaube ich, einiges auch beibehalten werden. Also da haben wir eine Menge noch Dinge, über die wir beraten können. Ja, vielen Dank. Gibt es von den anderen Kandidatinnen, möchte noch jemand hierzu Stellung beziehen? Also es wird nach jeder Frage die Möglichkeit nochmal für alle geben. Herr Steffen. Ja, Herr Fechner hat es ja richtig angesprochen. Es ist in der Tat eine Diskussion, die erstmal unter den Ländern lief. Und das war in der Tat ein bisschen frustrierend, weil tatsächlich es ganz wenig Veränderungsbereitschaft gab. Also das, was wir eigentlich ja wirklich bräuchten, eine Entschlackung des Stoffs, um mehr auf Kompetenzen hinzulernen, statt auf reines inhaltliches Wissen, war ganz schwierig. Also dieser kleine Schritt zu sagen, vielleicht muss nicht Grundzüge des Sozialrechts mit im Prüfungskatalog stehen. Ich habe ganz, ganz viele Briefe bekommen, wie wichtig das Sozialrecht ist. Also ich habe, obwohl das immer schon im Katalog stand, nie Prüfung mit dem Sozialrecht in der Ausbildung gehabt. Und das macht eigentlich deutlich, wie verrückt dieses System ist. Also es müssen am Ende Dinge gekonnt werden, die man eigentlich gar nicht ernsthaft im Studium lernen kann. Und da denke ich, gibt es viele Bereiche, die das Studium auch nicht lehrt, aber die man sich natürlich erschließen kann und können muss, wenn man tatsächlich die richtigen Methoden drauf hat. Also das ist in der Tat, da gäbe es eigentlich viel zu tun. Und das ist die Ursache für viele der Probleme, über die eben ja auch Kira Kock eingangs gesprochen hat. Das liegt eigentlich darin begründet. Ja, vielen Dank, Frau Schröder. Ja, ich glaube, also
bei mir ist sie, also ich bin jetzt gerade im Rechtsreferendariat, ich habe meine universitäre Ausbildung ist auch noch nicht so lange her, deswegen, ich habe leider noch nicht von den Reformen jetzt profitiert. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht bis nächstes Jahr schon das digitale zweite Examen haben. Ich würde es sehr gut finden, denn ich habe bisher alle Klausuren auch digital geschrieben im Referendariat und glaube, das geht gut. Ich glaube, ein Punkt daran ist, schaffen wir es wirklich, eine Ausbildung, eine juristische Ausbildung zu haben, die auf die Berufe, die man damit ausüben möchte, vorbereiten. Und das ist meines Erachtens im Moment nicht der Fall. Also die Arbeit in der Kanzlei, im Gericht, in der Justiz sieht einfach ganz anders aus als das, was in den Klausuren abgefragt wird. Die Arbeitsweise ist eine völlig andere. Und Till Steffen hat das Methodenwissen angesprochen. Ich glaube, darauf muss der Schwerpunkt liegen, das Handwerkszeug eben zu lernen und nicht die 10. Verwaltungsrechtliche Disziplin auch noch bis ins Detail auswendig zu lernen, mehr oder weniger, bis man dann endlich auch im zweiten die Kommentare verwenden darf. Also ich glaube, wir brauchen so ein Stück weit einen Realitätscheck in der Ausbildung. Und müssen wegkommen von dem viel besagten, von der Überzeugung, dass da ja andere auch schon durch mussten und deswegen alles so bleiben muss, wie es ist. Die juristische Arbeit hat sich massiv verändert in den letzten Jahren und deswegen muss sich auch die juristische Ausbildung massiv verändern. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt von unseren Gästinnen erstmal keine weitere Hand. Vielen Dank. Dann gebe ich nochmal an Herrn Fechner quasi das virtuelle Mikrofon. Der Hochschulpakt Lehre ist Ende letzten Jahres, Ende 2020, ausgelaufen. An der Fakultät für Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg läuft aufgrund des Übergangs auf den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken die Finanzierung für verschiedene Angebote derzeit aus. Von dieser schwachen Finanzlage sind unter anderem und ganz besonders die Arbeitsgemeinschaften betroffen. Das sind die sogenannten Fallübungen in Kleingruppen im Hauptstudium. Beispielsweise haben die Studierenden des 4. oder 5. Semesters aufgrund des Wegfalls der AGs keine Veranstaltungen neben den Vorlesungen mehr. Das heißt, das einzige Format für Studierenden im Hauptstudium bleiben eben die großen Massenvorlesungen. Auch andere Angebote der Fakultät sind von massiven Einschnitten bedroht bzw. mussten bereits eingeschränkt werden. Am Gleichstellungsreferat mussten infolge der Finanzierungslage ein Promotionsstipendium gestrichen werden. Die Öffnungszeiten der Bibliothek stehen in Frage. Gleichzeitig muss ein erheblicher Teil der BIMI-Stellen dauerhaft vakant gehalten werden bzw. für einen Übergangszeitraum. Wird aus Ihrer Sicht durch den Wegfall von Lehrveranstaltungen Bildungsungerechtigkeit im Jurastudium gefördert? Und in welcher Verantwortung steht hier der Bund? Also das geht natürlich nicht, dass hier Arbeitsgemeinschaften und Promotionsstipendien wegfallen. Das ist ein klarer Nachteil und kürzt die Zukunftschancen. Also das sollte nicht sein. Ich kann sagen, vom Bund haben wir in der Nachfolgevereinbarung zum Hochschulpakt eine klare Verantwortung für Bund und Länder vereinbart. Und es gibt im Moment, also ab 2021, kann ich die Zahl genau sagen, 1,8 Milliarden Euro und ab 2024 dann 2 Milliarden Euro. Und in Vorbereitung von dem Gespräch, als Sie mir schon gesagt hatten, dass es diese Kürzungen bei Ihnen an der Universität gab, habe ich mal nachgehakt bei meinen Kollegen in der Bürgerschaft. Und die haben mir aber versichert, dass jedenfalls von der Bürgerschaft keine Positionen für die Hochschulen gekürzt wurden. Also es scheint hochschulintern ein Problem zu geben, dass dort nicht korrekt gewichtet wurde. Also so viel als Ferndiagnose aus Baden-Württemberg, was mir meine Hamburger Kollegen gesagt haben, dass da hochschulintern wohl ein paar Dinge nicht rundgelaufen sind und man hier falsche Prioritäten bei den Kürzungen gesetzt hat. Ja, vielen Dank. Gibt es, möchten die anderen Kandidatinnen direkt hierzu einmal Stellung beziehen? Nur als Einwand, Herr Krasshoff hat gerade technische Schwierigkeiten, der Fuß damit zurückzukommen. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Okay, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es auch zu Ihren Ausführungen, Herr Fechner, vielleicht noch die eine oder andere Anmerkung aus dem Publikum geben wird, von direkt Betroffenen der aktuellen Kürzungen, aber dazu dann im Anschluss im Publikumsblock.
noch einmal mehr. Ja, vielen Dank. Herr Steffen. Wir knüpfen direkt daran an, auch das Universitätskolleg, das didaktische Angebote wie Mentoring-Programme, Lernmanagement, Klausuren oder Intensivkurse anbot, ist massiven, also ist 2021, beispielsweise wurden im Sommersemester 2020 16 Lehrveranstaltungen durchgeführt, die nun ersatzlos entfallen mussten. Das Universitätskolleg wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, eben von 2011 bis 2020, um die Studien- und Lehrbedingungen an neue Gegebenheiten und Herausforderungen anzupassen. So das Ziel, gefördert mit rund 2 Milliarden Euro vom BMBF. Nun ist auch dieses Projekt bedauerlicherweise ausgelaufen. Ein Ersatz ist nicht in Sicht, konnte nicht gefunden werden. Wird aus Ihrer Sicht durch den Wegfall von Lehrveranstaltungen Bildungsungerechtigkeit gefördert? Und in welcher Verantwortung steht hier der Bund? Also das ist ja, wie so häufig bei den Bundesförderungen, sind es ja jeweils Förderungen, die befristet sind. Das war von vornherein klar, dass diese Förderung nur befristet zur Verfügung stehen würde. Und häufig geht es ja darum, neue Angebote auszuprobieren, Dinge, bei denen man noch nicht weiß, ob sie sich dann tatsächlich bewähren, ob sie gut funktionieren. Trotzdem ist von vornherein klar, dass der Bund jetzt nicht in solchen Fällen auf Dauer die Finanzierung übernehmen wird. Hier ist es so, dass tatsächlich das ganz wohl ganz gut funktioniert hat, nach dem, was ich habe in Erfahrung bringen können. Und dass das aber tatsächlich an einem Nachfolgeprojekt gearbeitet wird, mit das dann die Töpferstiftung ausrichten soll. Das ist das, was ich jetzt habe in Erfahrung bringen können. Also es gibt wohl eine Idee, wie man dieses wichtige Anliegen auch weiter fortsetzen kann. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Stellungnahmen von den weiteren Kandidatinnen? Okay, direkt dazu erstmal nichts. Herr Steffen, Sie waren 7 Jahre Justizsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Welche Fortschritte auf dem Gebiet der Gleichstellung in der juristischen Ausbildung konnten Sie in Ihrer Zeit als Justizsenator mitgestalten? Wie kann auf Bundesebene Frauenförderung in der Rechtswissenschaft betrieben werden? Ja, also in der Tat ist es ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Jetzt ist ja die Einwirkungsmöglichkeit von der Justizbehörde aus auf die Ausbildung begrenzt, weil jedenfalls die Ausgestaltung des Studiums natürlich dann Sache der Universität ist. Aber es gibt natürlich entsprechende Auswirkungen von der Frage, wie zum Beispiel die Examina ausgestaltet sind. Da hatte mich eine Studie sehr beschäftigt, über die ja auch viele gesprochen haben, die ist eine Studie der Fernuni Hagen gewesen, die sich mal für einen Zeitraum von 10 Jahren, also von 2006 bis 2016, also ein ziemlich langer Zeitraum, angeschaut hat, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Examen und auch die Unterschiede, die Leute haben, die einen Migrationshintergrund haben, im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund. Und das war ja hochinteressant. Also im Hinblick auf Migrationshintergrund waren die Ergebnisse nicht ganz so prägnant, aber im Hinblick auf Männer und Frauen gab es ja diesen sehr klaren Befund, dass Frauen vor Prüfungskommissionen schlechter abschneiden, die ausschließlich mit Männern besetzt sind. Das kann ja nicht sein. Wie ist es hier in Hamburg? Haben wir das hier auch, dass dann nur Männer in der Kommission sitzen? Da brauchen wir doch sowas wie eine Quote oder so. Und dann bin ich zu Frau Andres gegangen, die damals noch OLG-Präsidentin war, wo ja das Prüfungsamt angesiedelt ist, und habe gesagt, so wie sieht's aus, können wir da nicht dafür sorgen. Und tatsächlich ist es eben so, dass in dem Pool der Prüferinnen und Prüfer nur wenige Frauen sind. Das ist ja eine Aufgabe, die Leute ja meistens on top übernehmen zu dem, was sie sonst machen, als Richterin oder Richter oder Anwälte oder was auch immer. Und da sind wesentlich weniger Frauen tatsächlich im Pool. Wir hatten dann vereinbart, dass ausdrücklich nochmal in die Richterinnenschaft, aber auch in Richtung der Beamtinnen aufgerufen wird, dass Frauen sich hier melden mögen für das Prüfungsamt. Der Appell ist erstmal das, was man machen kann. Ich glaube, es hat aber auch was zu tun mit strukturellen Fragen, die was damit zu tun haben, dass Frauen nicht so leicht diese zusätzliche Aufgabe sich zumuten, weil sie eben noch die Care-Aufgaben haben. Und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen durchwächst.
Das zweite ist das Thema Teilzeitreferendariat. Das hat Herr Fechner ja schon angesprochen. Das habe ich sehr häufig eingefordert bei vielen Justizministerkonferenzen, hatten wir das auf der Tagesordnung. Jetzt kommt es endlich. Es ist ja ein ganz wichtiger Beitrag, damit dann gerade, also für viele ist ja gerade Referendariat die Zeit, wo sie dann selber Kinder kriegen. Das alles gleichzeitig, das scheitern nicht wenige und da ist das Teilzeitreferendariat ein Beitrag. Und das Dritte, was mir sehr wichtig ist, war immer die Förderung von Frauen bei den Entscheidungen, den Personalentscheidungen. Und da war gerade die Frage, kriegen wir das bei den Bundesgerichten hin? Weil Frauen in diesen herausgehobenen Positionen, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht und so weiter, sind natürlich auch ganz wichtige Vorbilder und prägen dann natürlich auch wieder die Kultur. Und das ist in vielen Fällen sehr gut gelungen, da dann tatsächlich Frauen durchzusetzen. Und ja, das sind so die Sachen, die mir so aufs Erste einfallen würden. Ja, vielen Dank. Direkte Reaktion von unserem Podium an dieser Stelle. Ja, gerne dazu. Also das sind natürlich einige wichtige Punkte, auch das Thema zu evaluieren, gerade in den Prüfungskommissionen, dass Frauen da drin sind. Dafür müssen die irgendwo herkommen. Dann sind wir auch bei der Frage, wie kommen Frauen überhaupt in die Position, dass sie dafür in Frage kommen für die Prüfungskommission. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, aber wir sprechen ja auch gleich noch über den wissenschaftlichen Bereich. Ich will noch ein Thema ansprechen, das mir auch sehr am Herzen liegt, und das ist auch der Sexismus im Jurastudium, insbesondere in Fällen und auch im Prüfungsstoff und die Art und Weise, wie auch teilweise Frauen dargestellt werden. Und das mir tatsächlich im Studium teilweise so ein bisschen aufgestoßen, aber eigentlich erst so im Rückblick habe ich begriffen, also welche Stereotype eigentlich in Fällen auch häufig bedient werden, wo Frauen eben immer irgendwie so das Mäuschen sind und die Typen schlagen sich und dann ist sie irgendwie ganz aufgeregt. Also ihr kennt es alle und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, wo man, glaube ich, auf eine sehr einfache Weise das Machtverhältnis im Hörsaal ausgleichen kann, indem man nämlich nicht die Frauen zu den kleinen Mäuschen und die Männer zu den harten Typen macht, sondern da eine Vielfalt von Geschlechtern abbildet, dass man keine Stereotype bedient und dass man auch vielleicht in den Klausuren auch anders damit umgeht, dass auch nicht immer alle Unternehmer Männer sind. Ich glaube, da ist schon ein großer Beitrag dazu geleistet, dass sich Frauen auch im Hörsaal ernst genommen fühlen und da auch gerne hingehen, neben dem, dass man eben auch Vorbilder braucht, natürlich auch in der Wissenschaft, aber auf das Thema kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Ja, vielen Dank. Vielleicht als Vorschlag, wenn Herr Grasshoff schon gerade nicht reinkommt, kann ich vielleicht noch eine Anschlussfrage aus dem Chat stellen, wenn Sie damit einverstanden sind. Kira hatte eine, Kira Koch vom BAF hatte eine Frage gepostet in den Chat. Vielleicht willst du die einmal selbst vorlesen, Kira. Dann können wir diese Kann Zeit. Kann ich gerne machen. Meinst du die letzte? Genau, dann können wir die Zeit, bis Herr Grasshoff vielleicht wieder reinkommt. Ich drücke die Daumen, ein bisschen überbrücken. Ja, die Leaky Pipeline, ich weiß nicht, ob sie Ihnen allen bekannt ist. Das ist eine Statistik, die besagt, dass je höher der akademische Grad ist, desto weniger Frauen sind in der Wissenschaft, sage ich mal, vertreten. Der Grad der Sozialwissenschaften ist dann nochmal weniger stark als der Grad der Rechtswissenschaft. Das bedeutet, in der Rechtswissenschaft sind noch weniger Frauen vertreten als in den restlichen Sozialwissenschaften. Wäre das nicht ein Problem, was von Bundesebene angegangen werden kann? Also ich meine, wenn mehr Frauen in der Wissenschaft sind, haben wir auch mehr potenzielle KandidatInnen für die Prüfungskommission hinterher, die ja durchaus auch von Hochschullehrenden besetzt werden. Herr Steffen? Also ich bin nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, jetzt den Ländern die Kompetenzen aus der Hand zu nehmen. Also weil ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Länder beim Thema Wissenschaft da den Hut aufhaben. Und damit bestimmen sie natürlich auch die Auswahlkommissionen und haben auch können die Voraussetzungen schaffen für die entsprechenden Personalentscheidungen. Was auf Bundesebene stattfindet, ist das, was ich erwähnt habe. Ich glaube aber schon, dass das durchaus eine Auswirkung hat. Also die Besetzung von Bundesgerichten hat natürlich eine Auswirkung, weil natürlich Bundesverfassungsrichterinnen oder Richterinnen am Bundesgerichtshof auch häufig wieder eine ganz wichtige Rolle haben als ja, Referentinnen bei verschiedensten Veranstaltungen. Also dadurch natürlich eine Normalität von Frauen in wichtigen Funktionen prägen können,
die sich dann auch dementsprechend auswirken. Aber ich würde jetzt, also ich werde zurückhalten, es gibt ja ein paar Wissenschaftsinstitutionen, wo der Bund, also Max-Planck-Institut und so weiter, wo der Bund auch eine wichtige Rolle hat, aber ansonsten wäre ich da zurückhaltend, deswegen den Ländern das aus der Hand zu nehmen, sondern das ist eine Forderung, die selbstverständlich an die Länder zu stellen ist und dort ja auch Thema ist. Okay, vielen Dank. Ich sehe, dass der Graf immer draußen. Dann würde ich Andrea Schröder weitergeben. Malte, hast du Einspruch? Gut, dann machen wir mit Ria Schröder weiter. Bei der Diskussion von Ich bin Hannah wird aufgeführt, dass die Unterrepräsentation von Frauen im Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitgesetz steht. Ist das aus Ihrer Perspektive für die juristische Wissenschaft zutreffend? Müssen Frauen im Jurastudium und in der späteren akademischen Laufbahn in besonderer Weise gefördert werden? Naja, also das betrifft, glaube ich, erstmal beide Geschlechter, auch in der juristischen Praxis. Ich kenne das zumindest von Kommilitoninnen, ehemaligen und Freunden, dass die tatsächlich sich auch teilweise gegen eine wissenschaftliche Karriere entschieden haben, weil sie gesagt haben, das tue ich mir nicht an, auch wenn man, insbesondere wenn man Familie hat. Und das trifft natürlich eigentlich beide Partner gleichermaßen, aber Frauen häufig leider in der Realität ja noch mehr, dass man dann eben sich auf die Unsicherheit von befristeten Verträgen einfach nicht verlassen möchte, wenn man da von einer Familie ernähren möchte. Also das ist, glaube ich, ein Problem, was auch für den juristischen Bereich zutrifft. Ich glaube, insgesamt ist auch einfach ein wichtiger Punkt, dass die Unabhängigkeit der Forschung durch diese Verträge sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird, weil man natürlich abhängig ist in einem Arbeitsverhältnis und andererseits irgendwie seine eigene Forschung vorantreiben soll und weil man natürlich gar nicht den Schwerpunkt darauf legen kann, die Forschung einfach durchzuziehen, wenn man sich alles halbe Jahr oder Jahr neu bewerben muss. Das zieht es natürlich auch in die Länge und das bedeutet, dass man eben für eine Promotion beispielsweise auch noch die zusätzliche Zeit für den organisatorischen und administrativen Aufwand einplanen muss, anstatt sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Meine Erfahrung ist, dass sich viele deswegen ganz bewusst auch gegen eine Anstellung an der Universität entscheiden und eben die Promotion selbstständig machen und eine andere Form auch von, also entweder über Stipendien das finanzieren oder eine andere Form von Arbeit haben, wo sie wissen, danach gehen sie nach Hause und sie werden nicht am Lehrstuhl noch weiter eingespannt, weil man dann eben noch da ist und die Promotion kann ja warten und das muss aber, dieses Skript muss jetzt unbedingt hier nochmal Korrektur gelesen werden. Und das ist, glaube ich, aber insgesamt ein Problem für die wissenschaftliche Karriere und nicht nur für Frauen, aber die trifft es insbesondere dann aus meiner Sicht, wenn eben eine Familiengründung damit dabei ist. Aber also da habe ich auch noch nicht so viele Erkenntnisse, sondern ich vertraue da so ein bisschen meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Deswegen würde ich mich auch total freuen, da vielleicht auch aus dieser Runde Erfahrungswerte mitzunehmen für die politische Arbeit, die ja dann vielleicht auch bald im Bundestag ich mitgestalten kann. Ja, vielen Dank. Direkte Reaktion von unserem Podium. Ich hätte jetzt keinen Widerspruch, aber nochmal einen Gedanken zur Ergänzung. Das, was ich beobachte im weiteren Schritt, dann, wenn es tatsächlich darum geht, eine Professur anzutreten, ist, dass sich da strukturelle Benachteiligungen auch durchaus abbilden. Also der Umstand, dass es dann ja häufig erforderlich ist, entweder von der Position des Assistenten zum Professor oder von der Juniorprofessur zur ordentlichen Professur nochmal einen Ortswechsel vorzunehmen, erlebe ich relativ häufig das Modell, dass dann tatsächlich der Mann die Professur antritt, die Frau zunächst mit den Kindern am bisherigen Wohnort bleibt und der Mann pendelt. Ich glaube, also ich bin mir sicher, dass tatsächlich diese Form, diesen Anforderungen des Wissenschaftsbetriebes dann irgendwie Genüge zu tun, dass das einen totalen Unterschied macht, weil natürlich da sich die tradierten Rollenbilder total abbilden. Und dass diese Anforderungen des Wissenschaftsbetriebs an Leute, die
dann am Anfang ihrer wissenschaftlichen Laufbahn stehen, halte ich für ziemlich familienfeindlich. Und also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Vorwirkungen hat im Hinblick auf die Frage, ob tatsächlich dann insbesondere Frauen sagen, ja, die Wissenschaft ist für mich interessant. Ich sage deswegen insbesondere, weil natürlich in dem Moment, wo Männer die Kinderbetreuung und die Kindererziehung als ihre Aufgabe ansehen, sie genauso abgeschreckt werden durch die Vorstellung, jetzt bin ich 3 Jahre hier und dann muss ich woanders hinwechseln. Ja, vielen Dank. Dann Frau Schröder, die nächste Frage. Ein Großteil der Jurastudierenden bereitet sich mit Hilfe privater Repetitorien auf ihre Examina vor. Sie hatten das gerade schon in ihrem Einstieg. Während es für das allgemeine Studium finanzielle Beförderungsmöglichkeiten wie BAföG oder Stipendium gibt, stellen private Repetitorien eine zusätzliche ökonomische Belastung dar, die sich nicht alle Studierenden leisten können. Sozusagen die Flucht ins Stipendium ist hier nicht möglich. Warum gibt es ein paralleles privates Ausbildungssystem und verschärft dies Bildungsungerechtigkeit? Was ist Ihre Haltung zu privaten Repetitorien? Ich finde, es ist schon ganz schön pervers, wenn man eine Ausbildung so aufbaut, dass es nur mit Hilfe von sehr teuren und sehr, also auch zeitaufreibenden, auch nervenaufreibenden Repetitorien möglich ist, durch das Examen zu kommen. Meinem Verständnis nach ist es so, dass man in der Universität, im Studium das lernen sollte, auch in einer Weise, dass man danach das Examen machen kann. Und so ist es nicht. Und das ist ein Systemfehler in der juristischen Ausbildung aus meiner Sicht. Deswegen, also kann ich sozusagen aus meiner Erfahrung aus dem eigenen Studium sagen, ich fand es sehr gut, dass das bei uns an der Cerus Law School Teil des Studiums war. Das hat mir auch ermöglicht, nicht ein privates Tutorium machen zu müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Modell für andere Universitäten, dass man sagt, wenn wir es nicht schaffen, den Stoff einmal im Grundstudium zu vermitteln und dann kann das jeder, dann müssen wir das an der Universität anbieten, Repetitorien, Examensvorbereitungskurse und zwar in einer Weise, die die Leute darauf vorbereitet. Das geht auch einher beispielsweise mit einer Verlängerung der Regelstudienzeit. Mein BAföG ist am 1. August abgelaufen, am 15. ging mein Examen los und dann hatte ich in dem Monat halt einfach keine Kohle, so weil ich auch nicht den Kopf dafür hatte, mich noch um da irgendeinen Kredit zu kümmern. Also auch das muss, glaube ich, gewährleistet sein. Und dann sind wir wieder auch beim Thema Entschlackung des Studiums. Ich finde, es ist einfach auch zu viel Stoff, der dann eben an einem Zeitpunkt abgefragt wird und wo dann erwartet wird, dass alle das können. Das hat mit ja einem nachhaltigen Lernen und Verstehen nichts mehr zu tun, dieses Repetitorium, sondern so wird es ja auch verstanden, da wird nochmal quasi oberflächlich das reingeprügelt, was man jetzt wirklich können muss, um dann da nicht durchzufallen und irgendwie 5, 6 Jahre seines Lebens verschwendet zu haben. Und das ist, glaube ich, im Jurastudium, für das kann ich es jetzt eben am ehesten beurteilen, schon auch im Gegensatz zu anderen Studiengängen, gerade im Bachelor-Master-System, eine krasse Perversion davon, wie ein Studium aus meiner Sicht eigentlich gestaltet sein sollte. Ich bin eine große Anhängerin davon, das in die normale universitäre Ausbildung mit einzubringen, möglicherweise auch das Examen anders zu gestalten. Na, also in vielen Studiengängen ist es ja die Regel, dass man halt Prüfungen schreibt und die dann auch in die Abschlussnote schon mit reinzählen und dass man nicht eben am Ende des Studiums eine große Arbeit oder ein großes Examen hat, was dann alles zählt. Und vorher ist es eigentlich nicht so relevant. Also da eine Entschlackung einerseits und eine Streckung andererseits vorzunehmen und von diesem Klopper-Staatsexamen ein Stück weit wegzukommen. Ich glaube, das macht die Menschen in Deutschland nicht zu schlechteren Juristinnen und Juristen, sondern vielleicht sogar zu besseren, weil sie hinterher mehr von dem behalten haben, was eigentlich wichtig ist, das Handwerkszeug gelernt haben und dann in dem Bereich, in dem sie sich am Ende bewegen, auch nochmal sehr stark spezialisieren können. Und das ist meine feste Überzeugung, dass so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ich erkenne aber auch, dass es da sehr viele Widerstände gibt. Aber ich glaube, Studierende in ganz Deutschland sind sich da sehr einig und deswegen auch, also freue mich auf Feedback auch da aus der Runde zu. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, was viele beschäftigt und deswegen auch sehr wichtig, dass daran gearbeitet wird. Ja, vielen Dank. Herr Grashoff hat leider weiter technische Schwierigkeiten, deshalb würde ich mit Ihnen beiden einfach weitermachen.
Und zwar, Herr Steffen, Sie hatten gerade schon eine Studie der Fernuni Hagen angesprochen, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Beteiligt waren auch die EBS Wiesbaden sowie die Hertie School of Governance aus Berlin. Die Studie ist aus dem Jahr 2018, kommt eben, wie bereits erwähnt, zu dem Ergebnis, dass Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte in den Examina durchschnittlich schlechtere oder geringere Punktzahl als ihre weißen männlichen Kommilitonen erreichen. Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie hatten angesprochen, dass es also zwischen der Vergleichsgruppe Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte zu ihren männlichen weißen Vergleichsgruppen ein bisschen weniger dramatisch ist. Da würde ich gerne noch mal das mit einer Zahl unterfüttern. Personen mit Migrationsgeschichte haben laut der Studie eine 24% niedrigere Wahrscheinlichkeit, ein Prädikatsexamen zu erhalten. Und das finde ich schon ganz schön drastisch. Migrationsgeschichte hat die Studie analysiert als, beziehungsweise die Indikatoren hierfür sind Geburtsland, Staatsangehörigkeit, aber vor allem eben auch Namensherkunft. Ganz entscheidend. Genau, also so viel nochmal ganz kurz zu der Studie. Daran anschließend die Frage an Sie, Herr Steffen, was könnte Ihrer Meinung nach dabei helfen, ein faires Benotungssystem herzustellen? Also ich habe vor allem der Studie entnommen, dass sie halt im Hinblick auf Migrationshintergrund nicht ganz so prägnant ist. Das heißt nicht, dass es die Benachteiligung nicht gibt. Ich habe nur den Eindruck, dass die Studie das nicht so gut in der Lage war, das konkret zu erfassen. Das ist halt einfach ein bisschen diffuser an der Stelle, aber gleichwohl sehe ich da durchaus Bedarf. Und ich glaube, dass das natürlich ganz unterschiedliche Ursachen hat. Was mir sehr aufgefallen ist, ich war ja zweimal Justizsenator, einmal von 2008 bis 2010 und dann nochmal von 2015 bis 2020. Und das ist ganz interessant, als Senator bekam ich die Leute, die einzustellen waren bei der Justiz, immer erst ganz am Ende des Prozesses vorgelegt, hatte dann selber nicht eine Auswahlentscheidung zu treffen, aber hatte dann immer auch geguckt, was kommen da für Leute. Und tatsächlich ist das Bild, was da als Schablone angelegt wurde, offenkundig sehr, sehr eng. Also nicht nur zu sagen, es müssen zwei Prädikatsexamina sein, das halte ich für eine sinnvolle Voraussetzung für den Beruf der Richterin oder des Richters, aber dass man dann eben unterhalb derer, die Prädikatsexamina haben, auch tatsächlich sehr hohe Examensnoten vorgezogen hat. Und das führt natürlich zu einer sehr, sehr engen Auslese. Und die Leute waren alle gleich und waren auch alle ohne Lebenserfahrung. Also alle ohne, dass sie irgendwann mal was anderes gesehen hätten. Und das finde ich eine wichtige Qualifikation in dem Beruf, dass man dann in der Lage ist, damit umzugehen, dass Menschen Probleme haben im Leben und nicht so glatt durchs Leben geht und nie irgendwas rechts und links gesehen hat. Und dabei war mir auch aufgefallen, in meiner ersten Amtszeit, wir haben konsequent keine Menschen mit Migrationshintergrund, gar nicht. Und das hat sich dann aber geändert im Laufe der Zeit. Das fand ich ganz interessant und ich glaube, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, weil dieses Phänomen, dass Menschen, die tatsächlich selber eine bestimmte Geschichte mitbringen und die Benachteiligung kennen, dann auch anders gucken auf Leute, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das bildet sich natürlich sowohl bei Frauen und Männern ab, als auch bei Menschen mit Migrationshintergrund einerseits. Und andererseits sind natürlich ganz wichtig Vorbilder. Leute, die in Situationen, wo man selber denkt, schaffe ich das, wirklich fertig zu werden, ist das total wichtig, dass jemand sagt, ja, ich habe es geschafft, du wirst es auch schaffen. Und das funktioniert natürlich tatsächlich mit Personen, mit denen man sich auch sehr gut identifizieren kann, die eben ähnliche Voraussetzungen mitbringen. Und deswegen ist, glaube ich, die Förderung von Vielfalt in diesen Entscheidungspositionen, wie wir vorhin ja auch schon gesehen haben, Richterinnen und Richter sind dann häufig Prüferinnen und Prüfer. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um dann tatsächlich auch Menschen, die eine andere Geschichte mitbringen, dann zu fördern und ihnen den Weg zu erleichtern. Ich würde vielleicht noch so ein paar Sachen ergänzen. Also ich habe das Thema sozusagen
Also Fälle im Studium schon mal in Bezug auf Frauen angesprochen, aber ich glaube, es ist auch, also betrifft auch Personen mit Migrationshintergrund, weil da eben auch häufig eben, also die Schwerverbrecher haben dann irgendwie mal so ein, heißen dann Ü und in anderen Fällen eben nicht. Und da werden eben auch bestimmte Bilder mit vermittelt und ich glaube, das macht was mit einem. Habe ich eben schon ausgeführt. Ich glaube, dass die Digitalisierung auch der Prüfungen einen großen Beitrag leisten kann, aus zwei Gründen. Also zum einen, weil man dadurch eine stärkere Anonymisierung noch sicherstellen kann und auch, weil man nämlich durch, also wenn man Personen hat, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder wo zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, dann hilft so eine Rechtschreibprüfung im Word-Dokument nochmal in einem Maße, wie es eigentlich überhaupt keinen großen Vorteil jetzt bringt. Also es sagt nichts darüber aus, wie gut die juristische Leistung ist, ob man irgendwie Rechtschreibfehler macht. Aber es ist häufig eben ein Grund, weshalb dann eine Leistung insgesamt schlechter bewertet wird oder der Eindruck schon mal ein schlechterer ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund grundsätzlich eine schlechtere Rechtschreibung haben, aber teilweise könnte das möglicherweise ein Grund sein. Und es hilft übrigens auch Menschen, die Schwierigkeiten haben insgesamt mit der Rechtschreibung. Die sind nicht zwangsläufig die schlechteren Juristinnen und Juristen, aber denen kann dadurch was erleichtert werden, was sonst in den Prüfungen häufig zu einer schlechteren Benotung auch führt. Und dann ist natürlich ein Punkt, auch wieder in den Prüfungskommissionen, dass da natürlich das Ziel sein muss, schon mal gut, wenn eine Frau mindestens dabei ist. Ich glaube, es sollten eigentlich auch eigentlich 50-50 sein. Aber wenn man natürlich auch Diversität in die Prüfungskommissionen bekommt, weil gerade, also Rassismus spielt da auch eine gewisse Rolle. Und wenn man Prüferinnen und Prüfer hat, die mit einem bestimmten Bild da rangehen, wer sie meinen, wer ein guter deutscher Jurist sein kann, dann kann das auch einen negativen Effekt für die Geprüften haben. Und da möglichst gut gegen vorzugehen, indem man auch so eine gewisse soziale Kontrolle schafft, indem man Prüferinnen und Prüfer hat, die selber eine Migrationsgeschichte haben. Ist natürlich wünschenswert, aber natürlich auch nicht leicht umzusetzen, zumal die müssen ja irgendwo herkommen. Und wenn es Menschen mit Migrationsgeschichte schwerer haben, sind die natürlich auch schwieriger dann für Prüfungskommissionen zu gewinnen. Aber ich glaube, das muss ein Ziel sein, was wir definieren, weil sonst können wir es schon gar nicht erreichen, wenn wir uns das nicht vornehmen. Ja, vielen Dank. Dann habe ich direkt eine weitere Frage an dich. Und zwar, die juristische Ausbildung hört nicht nach dem zweiten Examen auf. Eine Promotion kann Türen für eine Wissenschaftskarriere ebenso wie in der freien Wirtschaft öffnen. Gleichzeitig übernehmen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Qualifikationsphase wichtige Aufgaben in der Lehre dar. Wir haben gerade schon die Debatte unter dem Hashtag Ich bin Hanna erwähnt, die eben ein systematisches Strukturdefizit der Beschäftigung an deutschen Universitäten kritisiert. Sehen Sie im Hinblick auf die aktuelle Diskussion einen Reformbedarf des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes? Ich? Ja, genau. Ja, also ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Wir brauchen da realistische Vertragslaufzeiten. Ich glaube, es ist sozusagen nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eine Befristung in der Wissenschaft irgendwie auch einen Sinn hat. So, das sind nicht auf Dauer angelegte Verträge in der Regel, aber Fristen von einem halben Jahr oder einem Jahr oder auch 2 Jahren, je nach Prüfung oder nach Gegenstand, an dem man forscht, sind einfach unrealistisch dafür, dass man in der Zeit auch vorankommt. Und daran müssen wir uns orientieren. Da geht es gar nicht darum, dass gar keine Befristung mehr möglich ist, aber es geht darum, das an der Lebensrealität zu orientieren und den Regelfall umzukehren, das glaube ich. Und wir verschwenden da ganz viel Potenzial an ganz vielen Stellen, weil wir es Menschen zu schwierig machen. Wir haben auch nach wie vor den Effekt, dass viele dann eben für die Wissenschaft auch ins Ausland gehen und eher ein PhD machen und statt in Deutschland zu promovieren. Und das finde ich sehr schade. Und da müssen wir auch, glaube ich, ein Stück weit das als eine Frage auch für den Wissenschaftsstandort Deutschland begreifen, dass wir ermöglichen, dass man unter einigermaßen sicheren Verhältnissen sich auch auf seine Promotion konzentrieren kann, dass man gleichzeitig auch einen Beitrag leisten kann an Lehrstühlen,
Aber dass man nicht jedes halbe Jahr oder Jahr wieder vor dem gleichen Problem steht, sich da neu bewerben zu müssen, das, glaube ich, wäre ein wichtiger Beitrag, da auch im Hinblick auf die Gesetzeslage eine Verbesserung anzustreben. Ja, vielen Dank. Ich würde Ihnen beiden jetzt noch mal kurz Gelegenheit geben, wenn Sie jetzt noch was loswerden wollten, wo Sie noch keine Chance zu hatten. Und ansonsten dann nämlich auch gleich fürs Publikum unser Podium öffnen. Wollen Sie noch etwas loswerden, bevor wir dann die Fragen aus dem Publikum aufgreifen? Also von mir aus kann es direkt losgehen. Also von mir aus auch gerne nicht nur Fragen. Sonst finde ich das manchmal ein bisschen unangenehm bei Podien, wenn dann so Co-Referate gehalten werden oder jemand einfach was loswerden möchte. Hier konkret würde es mich tatsächlich sehr interessieren, auch einfach so ein Stück weit Erfahrungen mitzunehmen, weil das, also können wir auch gerne im Anschluss weitermachen. Aber da hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Also gerne auch Kommentare, aber gerne natürlich auch Fragen. Also ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Perspektivwechsel einbauen, also weil wir hatten ja so ein bisschen jetzt die ganze Zeit die Frage, was kann die Politik für die Leute tun, die sich in der Ausbildung befinden. Ich finde es mega spannend, tatsächlich immer zu gucken, wie politisch ist eigentlich das Jurastudium. Also es wird ja immer so getan, als wäre Recht ganz neutral und objektiv und wahrscheinlich je weiter Sie kommen, desto mehr fällt Ihnen auf, dass das nicht der Fall ist. Und das ist einfach mega spannend. Und da würde ich Sie einfach ermutigen wollen, dieses Handwerkszeug auch zu nutzen, um tatsächlich Menschen deutlich zu machen, in welcher Weise eigentlich mit ihnen Politik gemacht wird, durch das Recht. Also, und das transparent zu machen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Also auch gerade in der Diskussion mit Leuten, die nicht die juristische Ausbildung haben, genau das zu nutzen, um deutlich zu machen, wir treffen Entscheidungen, wir gestalten das Recht so oder wir gestalten es anders. Das ist eine politische Entscheidung, die einfach total spannend ist und wo ich Sie einfach nur ermutigen kann, das an vielen Stellen einzubringen. Ich habe gesehen, Dana Valentina vom Deutschen Juristinnenbund ist ja auch im Auditorium, die Vorsitzende in Hamburg. Also das ist zum Beispiel ein hervorragender Ort. Aber natürlich auch bei uns in den Parteien gibt es Leute, wo man das ganz spannend diskutieren kann. Also insoweit würde ich sozusagen ein bisschen den Ball zurückgeben. Ja, vielen Dank. Ich sehe schon die erste Meldung, würde aber darum bitten, dass die Fragen jetzt einmal über Malte kommuniziert werden. Also bitte einmal schriftlich in den allgemeinen Chat oder direkt persönlich an Malte. Würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir die Fragen, die ich jetzt bisher gesammelt habe im Chat, dass ich mir die abarbeite und dann können wir es doch auch mündlich machen, oder? Also ich glaube, da hat niemand mehr was dagegen, dass wir das ein bisschen vereinfachen. Okay. Alles klar, dann Malte, startest du. Ja, wir können es auch abwechselnd machen, aber wir haben ein paar Fragen in den Chat bekommen. Zwischendurch, das habe ich dann rauskopiert. Da war eine Frage zum Publikum, zum Universitätskolleg. Da hatten Sie darauf geantwortet, Herr Steffen, auf die Frage. Und da kam eine Nachfrage. Der Wegfall des Universitätskollegs förderte die Chancen an Ungleichheit enorm. Es gab Führkurse zur Anfertigung von Hausarbeiten, die sind nun weggefallen, sodass Studierende, deren Eltern nicht studiert haben, benachteiligt werden. Hier verfestigt sich also diese Kluft. Wieso wird sich dort auf Stiftungen verlassen und nicht von staatlicher Seite eingegriffen? Also auch Sie hatten da ausgeführt, dass das ja keine dauerhaft angelegten Mittel sind, die da im Universitätskolleg eingesetzt wurden. Aber wenn das doch so sinnvolle Strukturen waren, muss das nicht von staatlicher Seite übernommen werden? Also ich finde nicht, dass der Staat alles machen muss, sondern ich finde, wenn Stiftungen sinnvolle Dinge tun, ist das eine gute Sache. Wir haben ja unterschiedliche Formen von Stiftungen tatsächlich. Jetzt hier wie eine Töpferstiftung ist ja eine Stiftung im eigentlichen Sinne. Und ich habe mich viel mit der Arbeit von Stiftungen beschäftigt. Es gibt viele Stiftungen, die gute Dinge tun. Und das ist jetzt nicht per se schlecht. Die Frage ist ja immer nur, ob es, also ich finde es wichtig, dass es das bestimmte Angebote gibt. Aber wenn Stiftungen sich an der Stelle engagieren, wofür sie auch steuerlich begünstigt werden, ist das eine gute Sache. Daneben gibt es ja in der Tat die Stiftungen, wie zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung und andere Stiftungen, die ja aus staatlichen Mitteln Mittel für Stipendien kriegen. Also da ist es ja der Staat, der das Geld bereitstellt. Und dann sind es dann die Stiftungen, die dann die Entscheidung treffen, wer von diesen Stipendien profitiert. Also auch da engagiert sich ja der Staat
für die Förderung von Studierenden und Doktorandinnen, die ja, besonders förderungswürdig sind. Okay, dann gab es noch eine Frage an Sie, das zog sich auf die Entschlackung des Staatsexamens. Da die Frage, was Ihre Position, Ihre Haltung dazu ist und inwiefern Ihr Engagement als Justizsenator dazu war. Also haben Sie diese Entschlackung betrieben oder auch erstmal, was Ihre Position überhaupt dazu ist? Ja, also ich finde tatsächlich, dass es gut wäre, den ganzen Prüfungsstoff erheblich zu entschlacken. Ich muss gestehen, dass ich da nicht sehr erfolgreich war. Das ist ja eine Frage, die vorhin auch nochmal von Kira Koch eingespielt wurde. Ist es eigentlich richtig, an der Stelle über die Länder zu gehen? Tatsächlich ist es eben so, dass der Bund, der in vielen Fällen die gesetzlichen Regelungen erlässt über das deutsche Richtergesetz, dass der Bund dann immer gewartet hat auf die Vorschläge der Justizministerkonferenz. Und da habe ich den Eindruck, dass schlicht die Haltung, ja, ich musste da auch durch, dann müssen andere da auch durch, einfach die Diskussion, wie schon seit 120 Jahren, einfach abwirkt. Und ich denke, da wäre es in der Tat interessant, die Frage nochmal genauer sich anzugucken, wer sollte vielleicht da auch noch stärker in die Diskussion eingebunden werden. Jetzt ist es so, dass im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages auch überwiegend Leute sind, die es geschafft haben, zwei Staatsexamina hinter sich zu bringen und auch sagen, nur die Harten kommen in den Garten, aber ich finde, da sollten wir tatsächlich nochmal eine stärkere Öffnung haben. Und deswegen tut es natürlich gut, wenn es eine Koordination auch gerade der Studierenden gibt, die da eine einheitliche Stimme sprechen. Und das würde sich lohnen, das stärker einzubeziehen. Aber in der Tat, so wahnsinnig erfolgreich war ich da persönlich nicht. Selbst im eigenen Haus wurde immer noch irgendwie gesagt, ja, aber man muss doch und so weiter. Also es ist tatsächlich ein mega dickes Brett. Herr Steffen, ich würde mich da direkt einmal kurz vordrängeln und dann nämlich nochmal nachhaken. Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen einmal das Sozialrecht erwähnt, das man eher nicht bräuchte. Zumindest seien Sie persönlich damit wenig in Berührung geraten. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, nach welchen Kriterien wir denn eigentlich entschlacken wollen und ob nicht gerade aktuell sehr unterrepräsentierte Fallgruppen, wie zum Beispiel das Sozialrecht, aber auch wie das Asylrecht und so weiter und so fort, eben sozial relevante Rechtsgebiete, nicht eigentlich gerade viel mehr gestärkt werden müssten. Also das Beispiel habe ich gewählt, weil das eine Fach war, auf das man sich dann einigen konnte, es zu streichen. Und ich habe gesagt, ich hatte in der Ausbildung nie Berührung mit dem Sozialrecht, obwohl ich es nach dem Prüfungskatalog in den Grundzügen hätte beherrschen müssen. Also das heißt, es gibt das Auseinanderfallen von Lehrangebot auf der einen Seite und Prüfungsanforderungen auf der anderen. Und wenn das so ist, dass die juristische Ausbildung gar nicht in der Lage ist, dem Prüfungskatalog zu entsprechen, dann muss man sich in der Tat überlegen, ob man dann nicht das rausnimmt. Und dann war es, als es soweit war, dass man sich bei dieser einen Frage darauf geeinigt hat. Und ich finde, es ist nicht das beste Beispiel, was man aus dem Katalog herausnehmen könnte. Aber als es soweit war, dass man sich bei einer Frage mal geeinigt hat, haben alle gesagt, es ist mega wichtig, ja, und die soziale Wirklichkeit und so weiter. Da soll man sich aber sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass die Grundzüge des Sozialrechts verlangt werden, aber sie werden nicht gelehrt. Und dann bringt es auch wenig, weil jeder, der wirklich im Sozialrecht etwas tun will, wird nicht mit den Grundzügen, die man dann vielleicht mal schnell irgendwie irgendwo noch letzten drei Seiten von irgendeinem Skript eines Repetitors irgendwie aufgesaugt hat, wird nicht mit den Grundzügen irgendwie in der Lage sein, die Fallbearbeitung zu betreiben. Also die Leute, die da wirklich gut sind, bringen ganz andere Expertise mit. Und Leute, die das Verwaltungsrecht durchdringen, sind auch in der Lage, das Sozialrecht gut zu bearbeiten. Das gilt auch für das Asylrecht, was ja auch nicht ein Schwerpunkt der Ausbildung ist. Aber die entscheidende Frage ist, sind wir bereit zu sagen, ja, wir lehren Methode und wir lehren nicht die Lösung des Falls? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, das war Prüfungsvorbereitung für den Aktenvortrag, wo ich dafür gelobt wurde, dass ich bei der Abgrenzung Innen- und Außengebiet bei einem Bebauungsplan, der mir da vorgelegt wurde, in der Lage war, die Linie so zu ziehen, wie das Bundesverwaltungsgericht gezogen hat. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Entscheidung gelesen hätte. Hätte mir wahrscheinlich nochmal einen extra Punkt gebracht, wenn ich die Entscheidung gelesen hätte. Ich habe es irgendwie hergeleitet. Weil darauf kann es ja eigentlich nicht ankommen, sondern eigentlich müsste ja jede Antwort, die irgendwie
plausibel ist, gute Punktzahlen bringen. Aber was wir benoten ist, wenn man genau auf der Linie der höchstrichterlichen Rechtsprechung landet. Das ist doch Quatsch. Und davon müssen wir einfach weg. Und das ist das, was dem ganzen Studium innewohnt, dass wir immer nur auf die höchstrichterliche Rechtsprechung gucken. Und derjenige, der besonders viele Entscheidungen gelesen hat, der kann dann gute Punkte machen. Also das ist einfach total falsche Orientierung im Studium. Okay, vielleicht als kleine Zwischenbemerkung. Achso, ja. Natürlich. Verzeihung, ja. Also, oder sei denn, du möchtest dazu noch was sagen. Ich würde nämlich auch gerne dazu noch was sagen. Weil ich glaube, also mir ist auch immer wieder aufgefallen, dass es eben Bereiche gibt, von denen ich eigentlich erwartet hätte oder gehofft hätte, dass sie Bestandteil des Studiums sind. Also Asylrecht wurde hier eben gesagt, im Strafrecht fällt mir immer wieder auf, dass ich es eigentlich fatal finde, dass Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nicht Teil des Prüfungsstoffs sind. Und wir wundern uns hinterher, dass in Polizei und Justiz keiner weiß, wie damit umzugehen ist. Finde ich, könnte man mal drüber nachdenken, das zu ändern. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir insofern entschlacken, als dass wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Wahlmöglichkeiten schaffen. Also es geht ja, Herr Steffen hat gesagt, richtigerweise, es geht um Methoden, aber mit welchem Stoff ich mich dann konkret auseinandersetze. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich auch eben dann eben konkret mit dem Umweltrecht oder mit dem Asylrecht oder mit dem Baurecht auseinanderzusetzen. Aber ob man all das machen muss, das finde ich ehrlich gesagt, dass das nicht notwendig ist, sondern dass es eben darum geht, zu verstehen, wie funktioniert das Verwaltungsrecht, wie gehe ich auch mit unbekannten Normen um. Das ist ja der Alltag, den man dann auch in seinem Berufsleben hat. Und darauf einen Schwerpunkt zu setzen, das, denke ich, wäre durchaus möglich, würde zu einer Entschlackung führen und andererseits aber auch Raum geben dafür, dass man auch schon auch als Jurastudentin oder Jurastudent Interessen haben darf, über die man dann auch was lernt im Studium und die dann auch eine Examensrelevanz haben. Okay, jetzt würde ich einmal Marlene nehmen, weil die sich schon so lange meldet und später können wir noch auf die schriftlichen Fragen zurückgreifen. Ich würde gerne nochmal, später auch gerne nochmal aufs Studium insgesamt, aber jetzt auch nochmal speziell auf das Thema Jura und Gleichstellung zurückkommen. Wir hatten ja schon, also ich werde dabei erstmal kurz ausholen und dann auch unsere Realität an der Fakultät schildern. Also ich weiß nicht, das hatte ja auch Kria Schröder tatsächlich erbeten. Und also es ist ja so, wir haben festgestellt, in Prüfungen schneiden Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund durchschnittlich schlechter ab. Insbesondere, es gibt ja auch die, vorhin ging es, glaube ich, auch um schriftliche, aber es bezieht sich auch auf mündliche Prüfungen. Und dann hatten Sie ja auch gesagt, Herr Steffen, es geht auch darum, die Kommission diverser zu besetzen. Und dann müssen Frauen in die Kommission. Und dann frage ich mich ja, okay, aber wir müssen ja auch irgendwie die Ausbildung erstmal so gestalten, dass die Frauen dann auch in die Kommission kommen, um diesen Gap in der Benotung auszugleichen. Und dann gucke ich mir, ich bin studentische Hilfskraft im Gleichstellungsreferat, an, was können wir während der Ausbildung für Gleichstellungsmaßnahmen machen. Wir können Prüfungstraining für Studentinnen anbieten, also für mündliche Prüfungen, das machen wir. Wir können später können wir auch ein Habil-Stipendium oder ein Promotionsstipendium speziell für Frauen anbieten. Oder wir können auch die Fälle in der juristischen Ausbildung, die wir auch schon hatten, probieren, zu weniger Stereotyp zu gestalten. Dafür haben wir auch ein Projekt entwickelt. Dazu schicke ich auch gleich noch ein paar Infos in den Chat als kleine Werbung dafür und Verbreitung. Das sind alles Probleme, auf die wir in der juristischen Ausbildung treffen und dafür brauchen wir aber auch Geld. Und jetzt ist es so, das wurde vorhin schon angesprochen, im Gleichstellungsplan waren dafür 100.000 Euro pro Jahr angesetzt für all diese Maßnahmen. Das ist verhältnismäßig wenig in einem Haushalt und durch die Kürzungen, die wir jetzt an der Uni erlitten haben, im Budget ist aber dieser Gleichstellungsplan leider halbiert worden, also die Finanzierung. Also das heißt, wir haben jetzt als Gleichstellungsreferat nur noch 50.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Und jetzt wurde vorhin das abgewälzt darauf, dass es halt uni-interne Verteilungsprobleme gibt. Das leuchtet aber nicht so ganz ein im Anbetracht der Tatsache, dass alle Fakultäten Finanzierungsprobleme haben. Und das auch nicht erst dieses Jahr, sondern das ist schon ein Problem, das sich durch die Zeit zieht. Und genau, also jetzt speziell
zu meiner Frage. Also das war so ein bisschen jetzt die Realität, die ich als studentische Hilfskraft im Gleichstellungsreferat sehe. Ja, wir wollen alle Gleichstellung und alle finden es super, aber das funktioniert nicht ohne Geld und ohne Menschen, die dafür bezahlt werden. Und dass das auch nicht ein Privileg sein darf, am Ende sich für Gleichstellung einzusetzen. Und jetzt die Frage, also wie kriegen wir es hin, dass Gelder, die irgendwo fließen, tatsächlich auch bei sowas ankommen? Also gibt es entweder die Möglichkeit, Bundesmittel daran zu knüpfen oder auch zu kontrollieren, wo dann tatsächlich Gelder am Ende ankommen? Denn Sie können mir so viel erzählen, dass es genug Gelder für die Universitäten gibt, die Sie wollen. Und ich kann Ihnen sagen, bei mir ist es nicht angekommen bei der Gleichstellung. Und das war jetzt nur Gleichstellung. Wir haben ja das Thema Rassismus an Hochschulen immer mal wieder gestriffen. Aber jetzt nur konkret das. Und wir kommen auch später nochmal auf das Thema Arbeiterkinder zurück. Aber das soll jetzt erstmal mein Statement und meine Frage sein. Wer möchte zuerst? Ich glaube, Sie haben beide gezuckt. Ich würde gerne, ich finde, man muss bei dem Thema sorgfältig argumentieren, weil man sonst auch die Schwierigkeiten nicht richtig adressiert. Es ist ja nicht so, dass wir weniger Frauen in den Beruf der Richterin einstellen, als wir Männer in diesen Beruf einstellen. Sondern wir stellen mehr Frauen ein als Männer. Und die Prüfungskommissionen rekrutieren sich normalerweise aus den Richterinnen und Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Und es sind ausnahmsweise auch mal ein paar Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte dabei. So ganz wenig Juristinnen aus der Verwaltung. Aber hauptsächlich eben, das ist die Grundgesamtheit, aus der es kommt. Und dann ist ja die Frage, wenn wir so viele Frauen haben, warum melden die sich zu viel geringem Anteil für diese Prüfungsaufgaben? Was müssen wir tun? Das wäre jetzt erstmal, wenn man das sorgfältig bearbeiten will, die Frage. Es ist trotzdem richtig, das hat ja auch diese Studie, die wir vorhin angesprochen haben, gezeigt, dass es diese Benachteiligung gibt. Die wirkt sich an der Stelle nicht direkt aus auf die Zahl der Richterinnen und Richter, weil es eben eine andere Orientierung der Männer gibt mit den guten Examina auf dem Arbeitsmarkt, als es bei Frauen der Fall ist. Das ist ja ganz spannend. Das ist ja eine Debatte, die wir auch mit dem Juristinnenbund geführt haben im Blick auf das Hamburgische Gleichstellungsgesetz. Was heißt das dann für die Ausschreibung und so weiter? Aber das ist eine Sondersituation. So, und deswegen würde ich sagen, man darf jetzt nicht einen falschen Kontext herstellen, da wo er nicht besteht, sondern wir müssen ja adressieren, wie kriegen wir es hin, dass Frauen sich für die Prüfungskommission melden. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um das zu erreichen, nämlich eine faire Benotung von Frauen. Also irgendwie gemischte Kommissionen wären eine total gute Sache. Also es leuchtet ein und es ist eben auch wissenschaftlich hinterlegt. Und deswegen wäre das für mich die spannende Frage, wie man da eigentlich weiterkommt. Und wir sind da halt eben nur gekommen bis zu dem Punkt, zu appellieren an die Frauen, die ja da sind. Aber es reicht wahrscheinlich nicht. Und das ist halt die Frage, wo man dann weiter diskutieren müsste, um da mehr zu erreichen für die Frauen in der Ausbildung. Ich würde vielleicht mal so einfach ein paar Ideen einstreuen, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau weiß, zum Beispiel, wie ist die Vergütung der Prüfungskommission? Muss man da andere Anreize setzen? Gibt es möglicherweise die Möglichkeit, für die Zeit in der Prüfungskommission Kinderbetreuung anzubieten? Ne? Also das betrifft ja Frauen und Männer theoretisch gleichermaßen, aber könnten auch Anreize sein, die vielleicht deutlicher machen, wir meinen genau dich. Und das könnte ja möglicherweise auch dazu führen, dass sich mehr Frauen auch dazu bereit erklären, dass man vielleicht auf das Problem auch anders hinweisen muss, dass es da ja auch darum geht. Und ich glaube, das ist immer mehr Frauen bewusst. Also die denken vielleicht, ich bin dafür nicht gemacht. Das ist was, ich bin hier Richterin geworden, aber Prüfungskommission, das sollen mal lieber andere machen. Und die Richter denken vielleicht, ach, darauf habe ich schon lange gewartet. Dass man vielleicht auch schon vorher darauf hinweist, dass es die Möglichkeit dazu gibt, dass es vielleicht auch, weiß ich nicht genau, inwiefern es das gibt, Schulungen für Prüfungskommissionen gibt, damit man nicht das Gefühl hat, ich gehe da irgendwie unvorbereitet rein.
sondern ich kann da auch wirklich eine faire Benotung vornehmen, weil ich das Gefühl habe, ich kann da was Gutes tun. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, also wirklich jetzt ein bisschen ins Blaue hineingeredet, weil ich da leider wirklich nicht das Wissen habe, wie es ist, aber auch andere Anreize zu schaffen und da an das Problem ranzugehen, weshalb, wenn wir genauso viele Richterinnen wie Richter haben, weshalb melden die sich seltener für die Prüfungskommission und vielleicht auch da das Bewusstsein zu schärfen, dass das eben auch dazu führt, dass Frauen seltener oder häufiger schlecht bewertet werden oder seltener mit guten Examen ihr Studium abschließen und dass man dazu einen Beitrag leisten kann. Das wäre ja vielleicht auch eine Kampagne wert, aber vielleicht kann Herr Steffen da nochmal aus der Praxis berichten, wie es ist. Ja, das ist alles für lau und vergütet wird es nicht und entlastet wird auch nicht, also es ist deswegen alles on top, das ist tatsächlich die Struktur und das ist, also natürlich kann man nochmal ganz viel Geld in die Hand nehmen und sagen, so, das gibt es alles on top, aber auch das muss natürlich irgendwoher finanziert werden. Das ist aber, also deswegen, das wär ein grundlegender Systemwechsel, den man machen kann. Ob das dann am Ende funktioniert, ich bin nicht ganz sicher, aber da müsste man weiterarbeiten. Ja, vielleicht noch ganz kurz, meine Erfahrung aus der politischen Arbeit ist, dass Frauen häufiger fragen, was bringt mir das? Und nicht einfach, da habe ich Bock drauf, weil man eben häufig verschiedene Aufgaben hat, zu Hause, im Job, vielleicht im Ehrenamt. Und dass man dann eben bei einer Zusatzaufgabe eher Nein sagt, wenn man nicht weiß, entweder das bringt mir irgendwelche, es kann ja auch sein, dass das irgendwelche irgendwelche Dankeschöns dafür gibt oder irgendeine Form von Anerkennung und nicht einfach nur quasi die Möglichkeit, sozusagen Macht auszuüben über den Lebensweg der zukünftigen Studierenden oder Juristinnen und Juristen. Also vielleicht kann man darüber auch mal Gedanken anstellen, aber das genau, jetzt nur vielleicht einmal zum Mitnehmen, ja auch für uns beide. Vielen Dank. Ich hake einmal ganz kurz ein zum weiteren Verfahren. Wir nähern uns nämlich dem Ende. Insofern würden wir jetzt nochmal einmal alle Fragen verlesen, die uns erreicht haben. Also die Hände, die noch oben sind, vielleicht gerne einfach einmal kurz an Malte schicken, dass wir die jetzt gebündelt einmal noch vortragen können. Und dann dürfen sich unsere Referentinnen, also Ria Schröder und Till Steffen, jeweils eine Frage noch aussuchen, auf die sie dann nochmal ausführlich antworten können. Genau, so viel erstmal kurz zum Verfahren. Und dann übergebe ich an Malte. Okay, wir haben eine Frage von Amar Bustami im Chat. Herr Bustami ist sehr froh darüber, dass mittlerweile zu langsam der Fokus immer mehr auf die Benachteiligung von Frauen und Migranten im Jurastudium liegt. Er fragt sich aber, welche Fördermöglichkeiten es durch Politik und Lehre gibt, auch etwas breiter anzusetzen, um soziale Ungleichheit im Studium allgemein auf Grundlage des Bildungshintergrunds der Studierenden zu adressieren und auszugleichen. Am besten sogar die Möglichkeiten, schon vor der Examensvorbereitung anzusetzen, also vorher schon das kommerzielle Rep überflüssig zu machen. Genau, und dann hat uns noch eine Frage, dann war noch eine Frage von Kira Kock. Die hatte schon vor einer Weile was in den Chat geschrieben, auch zu den Repetitorien. Das Repetitorium existiert seit der Einführung des Berufsamtentums. Schon Goethe, Bismarck gingen damals zum Rep. Wenn alle Politikerinnen bereits so sehr mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit in Berührung gekommen sind, warum wurde dann bisher nichts geändert? Wenn Ria Schröder sich selbst ein kommerzielles Rep nicht leisten konnte, wieso gab es dann keine Bemühungen, wie etwa finanzielle Unterstützung von Universitäten? Und da erlaube ich mir nochmal den Ansatz an Marlenes Input zu leisten. Da war ja auch das Finanzierungsthema schon relevant. Genau. Das waren einmal die beiden Fragen. Jetzt gibt es noch eine dritte. Nochmal konkret. Wie kann sichergestellt werden, dass Kürzungen nicht zulasten von strukturell benachteiligten Gruppen gehen? Das geht auch in dieselbe Richtung. Oh, jetzt kommt noch ganz viel. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier einmal einen Cut machen oder ob ich noch, eine lese ich noch vor von Mareike Rumpf. Noch eine Anmerkung zu der Frage, warum sich weniger Frauen für eine solche Aufgabe melden. Ich denke, da brauchen wir insgesamt noch viel mehr Sensibilisierung dafür, wie verschiedene Benachteiligungen auch sozial wirken. Thema Selbstbewusstsein. Genau, wir haben jetzt hier noch zwei neue bekommen. Ich weiß nicht, ob wir hier einmal, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Oder soll ich einfach alles vorlesen? Ja, okay. Ja, von mir aus kannst du gerne alles vorlesen. Das Rep soll abgeschafft werden.
Keiner mag es. Wenn das REP aber abgeschafft werden soll, dann braucht die Uni nicht netto weniger Geld, sondern mehr. Sind Sie, Ihre Partei, bereit, möglich, dies möglich zu machen? Und hätte die Entschlackung des Jurastudiums nicht durch Herrn Steffen als Justizsenator passieren können? Wie könnte... Okay. So, das war einmal alles, hoffe ich. Genau. Ach so, und dann war noch eine Frage zu Open Access. Das ist auch eine spannende Diskussion. Da kann ich auch etwas vorlesen. Genau, eine der Voraussetzungen für Bildungsungerechtigkeit ist der Zugang zu Wissen. Für Bibliotheken wird es immer schwieriger, die nötige Literatur bereitzustellen, aufgrund stetig steigender Kosten. Studierende sind erst recht von den hohen Kosten für Standardwerke betroffen. Wie sehen Sie diesen Zugang sichergestellt vor dem Hintergrund des Monopolcharakters bestimmter Verlage? Könnte Open Access eine Lösung sein? So, das war jetzt alles. Einmal Open Access und dann das Thema mit dem REP und noch einmal der Fokus auf die Benachteiligung. Ich würde vorschlagen, dass Frau Schröder antwortet, weil Herr Steffen gerade eben angefangen hatte, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne. Ich probiere mal, also vielleicht würde ich so kurz auf zwei oder drei Themen antworten, weil ich finde es ein sehr... Dann bitte ganz kurz. Ja, gerne. Also warum habe ich mich damit bisher noch nicht beschäftigt? Ich habe mich eher noch so als Teil des Systems gefühlt und noch nicht als jemand, der das so ändert. Mein Schwerpunkt liegt eher so in der Schulpolitik, aber ich nehme das auf jeden Fall mit, das auch noch stärker auf die politische Bühne zu heben. Probiere da immer nicht so Betroffenen, selbst Betroffenen Politik zu machen, aber ich nehme auf jeden Fall aus der Runde mit, dass das sozusagen nicht nur mich genervt hat im Studium, sondern dass das auch ein breites Thema ist. Werde mich da auch gerne für einsetzen. Zum Thema Finanzierung. Das Bildungssystem in Deutschland ist insgesamt aus meiner Sicht unterfinanziert. Das ist auch für meine Partei ein wichtiges Thema. Wir wollen 1% der Mehrwertsteuereinnahmen auch zusätzlich ins Bildungssystem stecken. Das sind jährlich 2,5 Milliarden Euro. Und da bin ich mir auch sicher, dass das für die auch für die Bildung, für die Hochschulausbildung und auch für das Jurastudium möglich ist. Ich glaube aber, dass wir durch eine insgesamte Entschlackung auch dazu kommen können, dass das Jurastudium nicht einfach immer viel länger wird und man immer viel mehr Stoff und Repetitorium und Wiederholungen mit einbauen muss, sondern dass man insgesamt auf einen anderen Modus kommt. Und dann muss es auch nicht zwangsläufig teurer sein, sondern vor allem auch zielgerichteter. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das, was Herr Bustami angesprochen hat. Es gibt ja da tolle Initiativen, arbeiterkind.de beispielsweise, die sich sehr dafür einsetzen, auch Personen, die keinen akademischen Hintergrund haben, zu unterstützen. Ich glaube aber, dass das ausgeweitet werden muss, sondern so, dass jeder eigentlich, der nicht aus einem akademischen Haushalt kommt, die eine Unterstützung bekommt, weil es einfach so viele Fragen gibt, die sich beim Übergang in eine Hochschule stellen und die man schon beantwortet hat, wenn die Eltern das schon mal selber gemacht haben. Wir haben da so, wir nennen das Aufstiegspatenschaften, aber es geht vor allem auch darum, diese Initiativen so auszufinanzieren, dass das eben möglich ist und es zum Regelfall zu machen, dass man eben so einen Paten oder eine Patin an die Seite gestellt bekommt, wenn man sich in dieses Kapitel aufmacht und zu Hause niemanden hat, den man fragen kann. Ja, vielen Dank natürlich, Steffen, und bitte ebenso kurz und knackig. Also Open Access ist eine sinnvolle Sache und ich sehe durch die Digitalisierung ja auch schon viele Gesetzessammlungen überflüssig werden, für die wir früher viel Geld gezahlt haben und an denen wir uns totgeschleppt haben. Also das, da sollte man in der Tat weitergehen, den Weg. Dann die zwei Fragen. Also Entschlackung, ja, aber das haben wir jetzt ja auch tatsächlich ausführlich besprochen. Ich habe mir tatsächlich bei den Kolleginnen in der Justizministerkonferenz sei die Zähne ausgebissen. Da war einfach eine große Mehrheit überhaupt nicht dazu bereit, diesen Weg zu gehen. Und das muss und sollte sinnvollerweise bundesweit einheitlich bewegt werden. Das hat schon seinen Sinn. Aber was ich ja daneben sehe und was ich im eigenen Studium häufig gesehen habe, ist, dass viele Professorinnen und Professoren tatsächlich eher in den Mittelpunkt gestellt haben, was sie selber gerade so interessant fanden und nicht die Frage, das wird dann später im Examen, wie wird das da abgefragt? Also vorhandene Ressource wurde ganz oft irgendwie, ja, im Grunde ziellos, wenn es um die Frage Examensvorbereitung geht, eingesetzt. Das fand ich nicht sehr hilfreich. Und das ohne, dass ich es als besonders wissenschaftlich empfunden hätte, das Studium. Das ist tatsächlich, also fand ich eigentlich sehr schade, dass das wissenschaftliche Arbeiten sehr kurz gekommen ist.
Zu der Frage der Finanzierung. Hamburg hat ja die Hochschulfinanzierung jetzt mit den neuen Verträgen ausgeweitet und ist auch vereinbart, dass die Hochschulen jedes Jahr mehr als 3% Zuwachs bekommen. Das ist anders als in den Jahren zuvor, wo es ja mit die berühmten 0,88% waren, was ja tatsächlich die Kostensteigerung nicht abdecken konnte. Das haben wir jetzt geändert. Das war ein extremer Kraftakt, das hinzukriegen. Ich war dabei, wie Katharina Fegebank das in den Koalitionsverhandlungen zur Bedingung gemacht hat, dass wir tatsächlich diesen Aufwuchs hinkriegen. Das war tatsächlich kein einfaches Unterfangen. Und insoweit haben wir jetzt diesen sehr vernünftigen Schritt hingekriegt. Gleichwohl bleiben die Ressourcen begrenzt. Und dann hängt es in der Tat natürlich davon ab, wenn man da mehr erreichen will, wie leistungsfähig der Staat ist. Und dann kommen wir natürlich zu der Frage, ob wir bereit sind, auch zu sagen, dann braucht auch der gerade für die Bildungsaufgaben, ist ja nicht nur der Hochschulbereich, sondern es gilt auch für den schulischen Bereich und für den vorschulischen Bereich, kriegt der Staat die finanzielle Ausstattung, um diesen nicht kleinen Bereich stärker zu unterstützen. Also jedes Prozent, was man da reinsteckt, ist dann auch eine richtig große Summe. Und das hängt zusammen mit der Frage, welche Steuerpolitik sehen wir vor? Sind soweit ganz gut. Also Ria Schröder und ich haben uns ja heute wenig widersprochen, tun wir auch sonst selten. Also das könnte man sonst raten, wer in welcher Partei ist. Aber an der Stelle ist der Unterschied vielleicht mal zeigbar. Die FDP möchte den Staat tatsächlich um 60 Milliarden Euro jedes Jahr erleichtern. Wir wollen dafür sorgen, dass durch höhere Steuersätze bei Leuten, die wirklich ein gutes Einkommen haben und durch eine Vermögensteuer der Staat auch etwas mehr zur Verfügung hat. Und da ist gerade der Bildungsbereich im Mittelpunkt. Das muss man, finde ich, in dem Zusammenhang sehen. Wenn man da mehr haben will, muss der Staat auch in der Lage sein, insgesamt mehr Geld auszugeben an der Stelle. Ja, vielen Dank. Bevor ich Sie und euch verabschiede, würde ich Sie und euch bitten, noch ein paar Minuten uns Zeit zu nehmen für Arbeiterkind, die Ihre Initiative noch vorstellen. Marlene, darf ich dich direkt einmal aufrufen? Ja, ich bin jetzt gerade dabei, einmal den Bildschirm zu teilen, um euch das Poster zu zeigen. Genau, es geht dabei eben nicht um eine, im Grunde nicht um die eigentliche Initiative Arbeiterkind, aber wir als Gleichstellungsreferat haben natürlich auch gesehen, dass das Jurastudium geprägt ist, auch von einem bestimmten Habitus und von einem Umfeld, in dem vielleicht Menschen, die es nicht gewohnt sind, von studierten Menschen umgeben zu sein, sich nicht so sehr wohlfühlen. Mareike, willst du hier einmal weitermachen und ich teile dann das Poster, weil ich kann es nicht gleichzeitig. Ja, super, vielen Dank. Genau. Ja, also mein Name ist Mareike Rumpf, ich stelle mich auch nochmal einmal ganz kurz vor. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Oetter und mit Marlene zusammen sitzen wir hier heute auch als Vertretung des Gleichstellungsreferates. Und da das Thema hier Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit im Jurastudium ist, haben wir uns erlaubt, hier nochmal einen kurzen Werbeblock einzuspielen. Wir beschäftigen uns natürlich mit vielen Aspekten und ich glaube, es gibt wirklich viele Aspekte, wo Chancengleichheit im Jurastudium nicht gewährleistet ist. Viele haben wir auch schon angesprochen. Und wir möchten gerne gerade einmal noch mal kurz das Schlaglicht auf ein Thema beschäftigen oder auf ein Thema werfen, was uns beschäftigt und was wir auch noch mal besonders in den Fokus rücken wollen, nämlich die Frage der sozialen Herkunft. Und da spielen, glaube ich, auch viele Sachen eine Rolle. Wir haben jetzt schon über Finanzierung natürlich gesprochen, aber daher auch meine Anmerkung im Chat eben, das geht natürlich noch viel, viel weiter, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört. Ich will den Vortrag jetzt auch nicht zu lang machen. Aber wir wollen uns an der Stelle gerne einfach auch nochmal an die Studierenden hier im Raum wenden, die vielleicht auch der Meinung sind oder die vielleicht auch hier sind, weil das Thema sie persönlich betrifft. Und wir möchten euch eben die Möglichkeit geben, euch zu vernetzen und eben euch mit Fragen, erstmal zu den Fragen, was bedeutet es, wenn ich vielleicht nicht aus einem akademischen Haushalt komme, was bedeutet es, dieses Jurastudium dann zu machen? Und dafür und daher der Link zu der Initiative arbeiterkind.de, das ist eine Initiative, die eben gerade besonders Studierende aus nicht akademischen Familien fördert und die arbeiten mit sogenannten Stammtischen. Und wir möchten dieses Thema eben gerne ans Rechtshaus holen und mit euch zusammen einen Stammtisch initiieren, an dem ihr euch
vernetzen könnt und wir als Gleichstellungsreferat für euch eben die Anbindungen an die Fakultät sind und da vielleicht eine Brücke schlagen können. War jetzt ein etwas längerer Vortrag. Ich hoffe, ihr entschuldigt das zu so später Stunde. Aber es ist uns ein wichtiges Anliegen und sagt uns gerne oder meldet uns auch gerne über den Chat oder per E-Mail, wenn ihr Interesse an diesem Stammtisch habt. Und ich hoffe, dass ihr da zahlreich erscheint und wir euch da begleiten können. Genau, und Marlene hat jetzt hier das Plakat nochmal eingeblendet. Das ist bei mir ein bisschen klein. Ja, wir werden das auch in den nächsten Tagen und Wochen noch über Social Media verbreiten natürlich. Und ihr findet das dann auch auf unserer Website. Als Termin, also schon mal zum Vormerken, Donnerstag, der 14. Oktober um 17.30 Uhr. Und wir treffen uns im Mohus. Das ist ein Café in der Schlüterstraße. Das kennt ihr bestimmt vom Vorbeigehen oder auch selber deutschen Kaffee trinken. Vielen Dank für den tollen Input. Und vielen Dank an alle Beteiligten. Vor allem auch nochmal ein ganz großes Dank an das Organisationsteam des heutigen Abends, an den Fachschaftsrat Jura und an unsere Gästinnen heute Abend. Vielen Dank, dass ihr da genommen habt, uns so umfangreich zu diskutieren. Es gibt sicher noch viel, viel mehr zu diskutieren. Es war auch sicher nicht die letzte Gelegenheit, aber wir freuen uns, dass Sie da waren. Wir hoffen, Sie und ihr hattet eine interessante Veranstaltung. Und freuen uns schon sehr aufs nächste Mal. Dann habt alle einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Nee, ich glaube, ich habe.